Hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan, worüber ich rede, aber ihr seht seinen Titel. Ist ja lustig, es bringt euch nichts, wenn es im Titel steht. Ich habe mir jetzt überlegt, ich will über Naruto Villains reden. Aber ich weiß nicht, ob ich das nächste Folge rede, aber ich glaube, ich mache das jetzt. Ich weiß halt nicht, wie ich das Thema beginne. Ich habe halt jetzt einfach, ja, ich brauche ein Stardew Valley Video, möchte über etwas reden. Und Klassik, wir sind nicht mega gut vorbereitet. Willkommen zurück bei. Die Geister sind heute höchst unzufrieden, okay, das heißt, scheiße. Moin! Wir reden über, warum sind Karoten. Scheiße, ich glaube, ich mache die Folge neu. Warum sind Naruto-Charaktere denn so geil? Generell Charaktere, würde ich sagen, sind geil. Aber vor allem die Villains, die Bösewichte, sind giga gut gemacht. Was heißt giga gut gemacht? Ja, eben das, was es eben aussehen sagt. Ich bin heute irgendwie lost, keine Ahnung. Wir haben ja viele Bösewichte, ja. Der einzig schlechte Bösewicht, glaube ich, einer von den schlechtesten, würde ich einfach sagen, ist Orochimaru. Den kann man von der Liste, Kabuto, probably. Die zwei kann man von der Liste durchaus ziemlich streichen. Und auch natürlich Spoiler-Alarm. Also es springt einfach 5 Minuten. Vor allem auch der Endboss Kaguya. Oder heißt die Kaguya? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Prinzessin da von einem anderen Planeten, die dann die ganze Shinobi-Welt bedroht. Und zwar kann man die natürlich ausnehmen von der ganzen Liste. Das würde ich auch klar machen. Das heißt die 2, die 3. Weil die sind eigentlich nur Macht besessen und möchten eigentlich sonst nichts erreichen. Ich meine, natürlich die Charakterdesigns und generell die Charaktere sind schon nice. Also ich finde Orochimaru und Kabuto haben halt den unendlichen Drang nach Wissen und möchten halt, ein Leben ist ja zu wenig, um alle Jutsus zu lernen. Nur das Problem oder das Traurige an diesen eigentlich guten Charakteren ist, dass sie eben keine Backstory oder kaum Backstory haben. Man sieht halt, ja, weiß nicht, Orochimaru vielleicht mal im Team mit Sensei Sarutobi und seinen zwei Kollegen. Oder? Ist Sarutobi der Sensei von denen? Ja, safe. Jetzt sage ich schon. Da habe ich mich selbst outplayed. Tatsächlich suchen wir jetzt Emily. Wir wollen mit Emily befreundet sein. So. Ja, wie gesagt, Hintergrundstory ist nicht so vorhanden. Man hat einfach keine Gründe, warum sie jetzt wirklich mehr oder weniger alles hassen. Also, was heißt alles hassen? Aber sie sind ja durch und durch böse und wir wissen aber nicht, also wir haben keine vernünftige Begründung dafür. So, deswegen finde ich die nicht so gut. Kaguya ebenso, ist halt einfach, wurde so gewählt, dass es irgendeine übernatürliche Macht gibt, die natürlich immer schuld sein muss an allem. Und die sind natürlich auch machtversessen, beziehungsweise die möchte ja irgendwas, keine Ahnung. Das ist ja dann wie mit dem Jutsu. Ich habe es ja ewig jetzt nicht mal gesehen. Ich müsste tatsächlich das Finale nochmal angucken. Das könnte man machen. Aber das ist ja jetzt mal irrelevant fürs Erste. Wir gehen jetzt mal kurz angeln auf Ding. Aber ja, wie gesagt, man braucht irgendeinen Bösewicht, auf den man im Prinzip alles schieben kann. Ja, Zetsu und Kaguya sind eigentlich ziemlich, ja, basic. Was aber jetzt zum Beispiel Pain ist ein verdammt guter Bösewicht. Pain oder generell fast alle Akatsuki-Members. In dem Fall würde ich jetzt mal aber auf Pain eingehen, weil der hat eigentlich die Mission. Er möchte Frieden in den Welten. Er möchte, was heißt in den Welten? Er möchte Frieden schaffen. Und hat aber dann mehr oder weniger lange daran gearbeitet oder lange nachgedacht. Er hat ja Akatsuki im Guten gegründet. Eigentlich eine nice Organisation damals. Und wurde halt dann teilweise verraten, teilweise ging es dann scheiße. Die Menschheit war dann halt einfach nicht so geil, wie sie sein könnte. Und das Ding war,
weil das große Ding dran war dann. Im Endeffekt, dass Akatsuki ja, nahm da mehr Mitglieder auf, strebte nach Macht. Aber das Ziel von Pain oder Nagato, wie man auch sagen kann, war ja dann Frieden zu stiften in der Shinobi-Welt, aber das einzige Mittel, das er kannte, war quasi die Auslöschung der Shinobi oder generell jedes Menschen, weil wenn man sich ganz ehrlich ist, ja, dann ist die Definition von Frieden ja, dass kein Krieg herrscht, wenn man es so sagen möchte. Und Krieg ist halt Kampf. Es wird immer Krieg geben, da wo Menschen sind. Das heißt, er hat die einzige smarte Option in Erwägung gezogen und ist den Weg des ich vernichte alles, dann kann es keinen Krieg mehr geben, gegangen. Natürlich irgendwie smart, weil das war seine einzige Mission und eigentlich hat er recht. Der einzige Weg, wirklich Frieden zu erreichen, ist eben dieser. Ob das jetzt so klug ist, weil das ist ja genau das Resultat von Kriegen, ist ja Zerstörung und das erreichst du ja. Also das heißt, es ist halt unnötig insofern. Aber das hat er halt durch die Jahre Schmerz, die er erfahren hat, und durch alles Schlechte, was ihm passiert ist, hat er das einfach mehr oder minder überspielt und es ist in diese Richtung gegangen. Ja, so viel zu Pain. War natürlich scheiße. Über Itachi brauchen wir sowieso nicht reden. Jeder, der Itachi kennt, weiß dann am Schluss, was eigentlich seine Motive und seine ganze Motivation war, dass er eigentlich ja... Dieses Geschenk ist fabelhaft, ja. Moin, wir reden auch noch mit dir. Ja, der Wüste, scheiß drauf. Brauchen wir sowieso nicht reden. Er ist eigentlich gar kein Bösewicht, wenn man es genau nimmt. Und von dem her, ja, Deidara hat... Und Deidara und Sasori kann man jetzt eigentlich in einem besprechen. Sie wollten halt ihre Kunst maximieren. Sie wollten eigentlich... Eigentlich hatten sie in Akatsuki halt einen Weg gefunden oder gesehen, ihre Kunst auszuleben, zu perfektionieren. Sasori hat ja seine Puppenkunst, mehr oder weniger, und Deidara seine Explosionskunst, wobei man da jetzt natürlich argumentieren kann, was da besser oder schlechter ist. Und was ist besser oder schlechter, aber was halt jetzt mehr Kunst ist und was nicht. Ich meine, meine Definition, ich meine... Deidara sieht das oder drückt es falsch, finde ich, aus. Er sagt, die Explosionen sind die Kunst, aber eigentlich sind seine Lehmfiguren schon richtig geil. Also das, was er aus dem Lehm macht, ist, finde ich, Kunst. Nicht die Explosion anschließen. Aber gut, das ist jetzt mal so dahingestellt. Natürlich, Sabusa, gleich der erste Villain, gleich der erste Gegner. Super mitreißender Charakter, hat natürlich eine schwere Zeit gehabt damals. Er musste ja in seiner Prüfung, musste ja alle töten, oder er musste nicht alle töten, aber ich glaube, er musste zwei töten oder so. Er musste auf jeden Fall mehr töten als er. Ja, er musste auf jeden Fall seine Schulkollegen töten. Und das kannst du nicht verkraften, das ist ja schon hardcore. Also du kannst, aber du willst es nicht verkraften, sage ich jetzt halt einfach. Die können wir eigentlich lassen, theoretisch. Ist halt schwierig zum Verkraften, will ich ehrlich sein. Du killst einfach da deine Kollegen, weil du musst. Ja, schon hardcore, nicht? Aber nichtsdestotrotz, es soll natürlich Schlimmeres geben. Und, Sabusa war ja natürlich kein langfristiger Gegner, war ja nicht lang im Spiel. Und von dem her war er dann... würde ich ihn jetzt gar nicht mal so zählen, er war halt einfach so eine Art Kopfgelege. Was ich random, ich finde auch random den Haifischtyp, ich glaube er heißt Kisame, finde ich auch ein bisschen random. Du weißt halt nicht seine Motivation. Aber was halt geil ist, zum Beispiel, Gaara war ja am Anfang eigentlich ja mehr oder weniger einer von den Bösen, weil er hatte ja ja, er hatte eigentlich eine gewaltige Mordlust und wollte unsere Hauptcharaktere töten. Ich meine, in der Erklärung brauchen wir nicht, dass er ein Villain war, ein Böser war. Hat sich aber natürlich im Laufe der Geschichte positiv verändert, was ich schon mal in einem Video angesprochen habe. Hat sich natürlich positiv verändert. Hat natürlich eine fette Background-Story. Hat natürlich allen Grund, wütend auf die ganze Welt zu sein. Nie geliebt
werden zu können. Und alle Menschen, die es versuchen, stößt du weg. Am Ende wurdest du quasi, ja, also er war im Glauben, dass ihn der Onkel, also der Bruder seiner Schwester, war im Glauben, dass er ihn töten wollte auf Befehl des Vaters hin. Aber in dem Fall war das, glaube ich, ja gar nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau war, aber da hat es ja andere Gründe gegeben. So, kommen wir zu Madara Uchiha oder sagen wir erstmal Obito. Ne? Das war ja der Typ mit der Maske, ja, der im Prinzip eigentlich anfangs einer der Fädenzieher sogar von Akatsuki bzw. generell. Hat das Kaleidoskop Sharingan natürlich ein geiler Charakter. Am Anfang tut er so, als wäre er ein bisschen ein Low-Bob, ein bisschen ein Weakling, ein bisschen rum. Hat aber natürlich dadurch, dass er ja Rin verloren hat, also seine Freundin, auf die er einen Stand hatte, war das natürlich schon extrem traurig. Ja? Und er glaubt halt, Kakashi hatte das ja dann nie verziehen anfangs. Und actually schon schwierig. Ne? So, Obito hat es nicht leicht. Und du verstehst seine Gründe, seine Motivation dann schon, weil er ja eben manipuliert wurde von Madara Uchiha, von dem Echten. Er hat sich ja zeitweise ausgegeben, als wäre er ja. So, kommen wir jetzt zu Madara. Madara ist eigentlich ein Charakter, der strebte am Anfang ja auch sehr viel nach Macht. Ich würde aber trotzdem sagen, er ist ein geiler Charakter, ein fucking geiler Charakter, weil er eigentlich eine Line gedroppt hat. Die könnt ihr euch anhören, gibt es auf YouTube. Reality Madara Uchiha, ja, müsst ihr eingeben, ist mega geil. Das hat aber zu Obito gesagt, zu Tobi. Das war nicht mal irgendwie in einer epischen Szene, das war einfach so in einer Art Rückblende und hat verdammt viel Sinn, meiner Meinung nach. Er erzählt halt, dass die Realität halt eigentlich schon verdammt hart ist. Und dass es überall, wo es Licht gibt, auch Schatten gibt. Dass jeder Krieg eigentlich im Zusammenhang damit steht, dass man Menschen beschützen möchte. Und dass alleine diese Tatsache, dass Liebe existiert, halt auch immer wieder Krieg impliziert. Ja, oder Krieg verursacht. Das sind alles kausale Beziehungen, Zusammenhänge, die nicht getrennt werden können. Das heißt, zu Menschen, wie wir leben wollen, brauchen wir das Böse, brauchen wir diese negativen Seiten, um da durchzukommen. Hat er gesagt, sind nicht meine Worte, sind seine smarten Worte. Er hat es natürlich noch viel geiler in einer geilen Stimmlage. Also, wake up to reality. Noch geiler, noch tiefer. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das pfeffert. müsst ihr euch wirklich geben, ist super geil. Wach auf in die Realität, hat er gesagt. Finde ich alles akkurat, weil es besteht, das ganze Leben besteht aus Yin Yang, aus Hin und Her, aus Aktion, Reaktion, wenn man es so schön sagen würde, wenn man es physikalisch beschreiben möchte. Ja, Leute, ich finde die Gegner, die Villains, haben alle gute Story, gute Gründe. Natürlich auch Orochimaru, auch geile Gründe eigentlich. Nur die Backstory, die möchte ich wissen. Warum will er alles wissen? Warum will er alles können? So, wenn er zum Beispiel in der Kindheit wurde, weiß ich nicht akzeptiert von seinen Eltern. Ja, wurde er als schwach bezeichnet oder was auch immer. Dann hat er seine Eltern verloren oder er hat sie ermordet. Das wäre ja geil gewesen durch ein Experiment. Er wollte ein neues Jutsu lernen, um ihnen zu zeigen, er sei stark. Oder so hat er das Jutsu der Wiedergeburt der schmutzige Erde entdeckt. Das wäre geil, finde ich, wenn das so wäre, dass er seine Eltern töten wollte und ihnen somit beweisen würde, okay, ich kann euch von den Toten laufen stehen lassen. Dann hat er aber gemerkt, dass sie dann nicht nach ihrem Willen handeln können oder dass da irgendwas schief noch gelaufen ist und dass die dann halt nur die leeren Körper ohne Seelen waren oder so. Und der dann halt komplett insane geworden ist. Das wäre eigentlich eine geile Story. Sasori. Habe ich ja gar nicht angesprochen, hat auch eine geile Story. Denn seine Eltern sind gestorben, er hat sich Puppen gebastelt und er ist dann halt insane, geisteskrank geworden, weil er keine Eltern hatte, weil er keine Liebe erfahren hatte. Da gab so viele traurige Stories, so viele Backstories, auch Naruto hat eine traurige Story. Sasuke, alle diese ganzen Typen. Wir können so viel aus dem Ganzen lernen, deswegen schaut Naruto, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.